Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14. Wir waren gerade dabei herauszufinden, dass die Schwester einer wichtigen Diplomatin, dass die leider, ja, Artemis Tau Cluster, dass die Sklavenhändler ist. Was soll ich sagen? Okay, auf jeden Fall, das haben wir jetzt fertig gemacht. Uns fehlt immer noch die Tech. Stufe. Oh Gott. Wir machen über Kreuz diesmal. Erst nach Knossos, bum bum, und dann die anderen. Vier Stück dem System. Alter, also wieder alte Taktik von außen nach innen. Archanes erkunden. Gasvorkommen entdeckt. Ja, cool. Zweites, wo ist der Planet? Da, der zweite ist der grüne. Armeni. Gibt's nichts, okay. Innen drin, dritter. Zakros. Ich finde es ja schon cool, wenn die sich die Mühe machen, so viele Planeten da machen und alles, ja. Aber das kannst du dir gar nicht alles merken. Kernproben von einem Organismus, der in der Vergangenheit an dem Planet war. Ruinen auf der Oberfläche, die man erschlossen wurden. Okay. Okay, Therum, da gehen wir als nächstes gucken, ob es hier noch was abzustauben gibt. Gibt's nichts, also ein Auf nach Therum zur nächsten Außenmission. Oh je. Yeah. Oh Gott, nehmen wir mal die beiden jetzt mit, keine Ahnung. Ja. Commander, ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen. Oh, ist das jetzt die Mission mit der Tussi? Geile blaue Sonne. Fett. Oh. Das sieht gut aus. Das ist ein Labyrinthweg. Mhm. Gehört bestimmt zur Story. Und beobachte hier den Nebel. Sehr nett. Wir könnten eigentlich kurz mal speichern. Oh Gott, ich kann mir eh nicht merken, jetzt wo wir überall waren. Auf welchen Planeten? Ich meine, weiß ich doch gar nicht mehr nachher. Auf welchen Planeten wir da alles waren. Okay, Feinde rechts. Ach du Scheiße, Alter. Wow. Geht Kampfläufer, aha. Wie geht's dir? Es geht mir gut. Okay, regenerieren die Schilder auch mal von dem Ding hier, was wir fahren, ja. Ja, tun sie langsam aber regenerieren. Da oben ist ja alles rot. Mhm. Aber ich muss sagen, mir war auch gerade schon der Punkt gekommen, wo ich es jetzt immer so spannend fand, mit dem Auto da rumzufahren. Haut einem Nattag direkt aufs Maul. Wir sollten uns von hinten ranschleichen und ihn am Schwanz ziehen. Ja,
Ja, er hat schon recht, wir könnten uns schon hinten ranschleichen. Ja, vielleicht schleichen wir uns auch wirklich hinten ran. Das wäre dann wohl der Weg hier, oder? Naja. Ey, Alter. Ist das eine Kacke mit dem Autofahrerei hier? Junger Vater. Der macht ein Schild und dann geht er erstmal weg von dem Schild, oder was? Wie dumm ist das denn? Okay, bringt wohl nichts, da in die Türen zu schießen. Okay. Torsteuerung aktiviert, sehr gut. Was erwartet uns hier noch, Leute? Hm? Ne, sieht gut aus. Hier bin ich wohl doch richtig. Ja, ja. Doch, doch. Das machen wir schon ganz gut. Aber wir haben wieder 2 Punkte zu vergeben, fällt mir gerade ein. Ja, top, passt. Nochmal Stufenaufstieg. Sehr gut. Ah, okay, perfekt. Immer gut sowas. Ich finde es bei Dragon Age, da war der Charakter Zusammenarbeit irgendwie ausgefeilter, kam es mir vor.
Okay. Blöde Ding da. Niedergestreckt. Sehr gut, sehr gut. Oh je, wo sind wir jetzt gelandet? Ist das so ein altes Bergbau-Ding, von dem die immer erzählt haben? Kann man eigentlich speichern an der Stelle? Ja. Gleich mal speichern. Okay. Die Sonne gefällt mir, das Rot-Blau mit dem... Das Blau mit dem Rot hier, aber... Ich weiß nicht, die Strahlen, die wir kriegen, ja? Hier, die sind ja nicht blau. Also ich meine, die Sonnenstrahlen, die man hier so sieht, das sind die blauen, ne? Das müsste doch alles in blaues Licht gehüllt sein hier. Oh, was ist hier los? Ah, es ist jetzt die berühmte Stelle, wo Transit blockiert, wo man nicht durchkommt. Mhm. Mhm. Na, klasse. Also. Speichern, ja. Oh Gott, 8 Stunden 40 Minuten schon gespielt. Und jetzt das speichern wir. Und ich bin so mies. Der Waffenauswahl überhaupt. Wie wählt denn die Waffen überhaupt schnell aus? Ich weiß immer noch nicht. Das interessiert mich auch nicht, um ehrlich zu sein. Und was machst du? Wie geht's? Ah, geht, geht. Die geht. Ich muss mal mehr Space drücken, da kann ich nämlich schnell die Waffen auswählen. Nicht vergessen, Space, schnell Waffenauswahl. Also nicht Garrus. Garrus hier. Shepard will ich. Ah, hier, ne, hier unten Shepard, genau. Shepard da. Okay, jetzt cool bleiben da oben. Geht doch. Okay.
Okay, und wieder Waffe wechseln und weiter geht's. Okay. Und hoch den Berg. Hoch, hoch. Go, go, go. Jetzt bringt mir wenigstens mein synthetisches... Meine synthetischen Upgrades bringen mir was. Yeah, baby. Laden, aber wir machen speichern. Jawohl. Öfter mal speichern. Kein Bock, dass wir hier da. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Garo ist schon tot, na toll. Okay. Ach du Scheiße. Jetzt mal gucken, ob wir da gleich speichern können. Das ist ja irgendwie jetzt nicht so ganz mein Ding gewesen. Da muss man die Leute vielleicht taktischer verteilen. Okay. Wo ist Garus? Was macht er? Okay. Okay, okay. Harter Kampf. Hm.
Ich honk. Das ist doch so gut gelaufen. Nein. Das ist so gut gelaufen. Okay, krieg mal hin, kein Problem. Kein Problem. Affe, Alter. Ah, das war so gut gelaufen. Alle niedergemacht, meine Jungs. Haben mitgespielt, war klasse. Ich verstecke mich wieder hinter dem linken großen Würfel und gebe den Jungs mal da den Schrotflinte. Ja, die gute alte Schrotflinte, mit der geht's leider. Und vor allem der Kampfläufer war ja auch schon so gut wie toll. Ich darf nur nicht dann in das Ding reinkommen, ja. So. Rex. Garrus. Meine Freunde. Sehr gut, jawohl. Weg da aus dem... Jetzt kommt der dicke Schuss wieder, jawohl, geht hier dran. Perfekt, stehen wir perfekt. Machen wir mal diesen hier wieder. Der bekommt den, das ist vielleicht besser geeignet für. Was wir ein bisschen brauchen, ist Konzentration. Haben wir jetzt gleich, jetzt haben wir ihn jetzt. Alter Schwede. Ich bin gerade ein wenig beschäftigt. Ja, gut gelaufen, würde ich mal sagen. Perfekt. Okay. Und oh, ich muss vergessen gleich. Gleich mal speichern. Jawohl, geil. Okay. Und jetzt gehen wir mal. Ich schätze mal hier oben rein, wo das Bild hier ist, oder? Das Bild mit dem Pfeil, das man da runter muss. Oh Gott. Die Zombose. Speicherinhalte, danke. Da weiß ich Bescheid. Seid ihr da? Gleich nochmal speichern. Sorry, dass ich da so ein Schisser bin. Aber was gespeichert ist, ist gespeichert. Das
Das ist meine erste proteanische Ruine. Abgesehen von der Zitadelle natürlich. Okay, was gibt's hier? Ah, kann man sich hier ranlehnen. Cool. Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Sehr gut, Freunde, alles klar. Hart, hart. Jetzt gehen wir hier runter. Puh. Wo ist die Musik? Was für ein langweiliger Fahrstuhl. Nein, das Citadel der Fahrstuhl, das ist ein Fahrstuhl. Haha. Ja, das ist ein Fahrstuhl. Jetzt muss ich gleich niesen. Oh yeah. Entschuldigung. Oh yeah, oh. Scheint so. Da geht's auf jeden Fall schon nochmal gut tief runter. Und auch schon ein bisschen hoch. Okay, cool. Nächster Fahrstuhl und weiter geht's. Oh, hier. Ey, Leute, warum müsst ihr immer die Waffe da aus dem Anschlag nehmen? Lasst die mal schön drin im Anschlag. Immer schön Waffe nehmen. Oh. Oh. Was ist los? Gehen Sie vor. Okay, aber wie? Können Sie mich hören draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe! Liara Zoni, vermute ich. Der Gott sei Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand einen suchen würde. Hören Sie zu. Dieses Ding, ich bin, ist so eine Art vulkanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Okay. Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchen, verstecke ich mich hier drinnen. Können Sie das glauben? Gate hinter dem Meer? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld es fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Mhm. Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Venetias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus. Ja, das sagt sie da so. Wir müssen nur einen Weg finden, wie wir dieses Energiefeld umgehen können. Es ist ein proteanisches Barrierefeld. Ich wusste, es würde mich vor dem Gate schützen. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Okay, okay. Haben Sie einen Tipp, wie wir helfen können? Genau, es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrieren vorankommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch eine Organe bei dem Gate. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Oh je. Krogan, alles klar. Aber wie wir die jetzt retten? Ja, das kommt in der nächsten Folge. Nochmal speichern und dann freue ich mich schon drauf. Schaut wieder zu. Und jetzt wird es nämlich langsam plötzlich. Bis dann und tschüss.